Hallo und herzlich willkommen zurück zu Injustice. Heute ist auch ein ganz besonderer Teil und zwar ein weiterer DLC-Charakter, der eigentlich direkt vier Charaktere umfasst, und zwar die Teenage Mutant Ninja Turtles. Leonardo. Repräsentativ für die vier nehmen wir Anführer Leonardo. Ich habe aber ganz ehrlich noch nicht so ganz herausgefunden, wie man die anderen Turtles spielen kann. Also Donatello, Raphael und Michelangelo sollen auch spielbar sein, weil die ein bisschen andere Waffen haben und ein ähnliches Moveset. Aber ich habe es noch nicht herausgefunden. Schon wieder Joker. Hättest Jetzt kommt meine er doch Braut in auf Ruhe Kurs. lassen sollen. Um Wie den sieht der Spaß denn nur, aus? was? Dafür erledige ich dich. Los. Okay, der ist auch ziemlich flott unterwegs. Der gute Leonardo. Gefällt mir ganz gut. Der Meister hat dich überschätzt. Ah, die Ratte. Das ist doch der Meister, oder? Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin hier nicht so der Ultra-Kenner. Also ich meine, jeder kennt sie, aber ich hab's. Oh, aufpassen. Ach, super daneben. Ich hab's nie so wirklich als Kind geguckt. Ey, meine Schwerter sind viel cooler. Hier, nimm das. Mit so einem. Der Sprung. Leonardo gewinnt. Genau das habe Wie ich das gewollt. aussah. Oh, Pizza. Aber das. Ach ja, so amerikanische Pizza. Super. Oh, direkt neue Ausrüstung. Ah, oh, für Dr. Fate. Brustpanzer der Tugend. Der kann sonst wohin gehen. Ach, amerikanische Pizza ist ja nicht so meins. Aber jedem dem seine, ne? Deiner mag dies, der andere mag das. Dieser Kampf macht mich ein bisschen nervös. Zu groß für dich. Dein Weg endet hier. Los. Ich bin froh, dass Scarecrow mal wieder dabei ist. Der ist ja mega selten dabei in der Multiversum-Reihe. Also wir haben wirklich selten gegen ihn gekämpft. Dabei finde ich ihn echt guten Charakter. Aha. Oh, ich liebe diese Arena-Übergänge. Oh, cool, ich kann die anderen aber wenigstens schon mal rufen. Hey! Der Meister hat dich überschätzt. Dieser Oh. Albtraum nimmt kein Ende. Ich enttäusche den Meister nicht. Ja, das können wir auch nicht wirklich gewinnen, ne? Ja, der hat doch alle vier Balken genommen. Anders wäre es auch dämlich gewesen. Musste er auch tun. Oh. Sehr cool. Da haben wir ihn auch wieder erledigt. Leonardo gewinnt. Genau das habe ich gebraucht. Noch eine Pizza. Ich glaube, davon ernähren die sich hauptsächlich. Stufe 2. Sehr schön. Gegen Gorilla Grodd, der kam auch schon länger nicht mehr vor. Und dann auch noch hier in. Wie heißt das nochmal? Ich weiß gar nicht mal, wie die Stage heißt, aber es passt ja zumindest.
Du bist wohl auch ein Mutant, oder? Ich bin ein König, Schwachkopf. Wollte einfach nur mal nett sein. Los. Ja, da finde ich durchaus die mutierten Schildkröten sympathischer als den mutierten, verstrahlten Gorilla. Ach, der überrennt mich so. Ey! Versuch's mal mit Geduld. Und schon wieder Pizza. Wow. Okay, das... Nein. Ah, schade. Au. Okay, das sollte uns nicht weiter affektieren. Das schaffen wir trotzdem. Ja, sehr gut. Leonardo gewinnt. Genau das habe ich gebraucht. Neue Ausrüstung. Auch für die Teenage Mutant Ninja Turtles. Sehr schön. Schon wieder Cyborg. Cyborg ist sehr oft der letzte Gegner vor Brainiac. Und auch immer hier auf Jokers Spielplatz. Du nervst den falschen Turtle. Du kannst mich nicht besiegen. Mein Panzer und mein Stahl sind unzerstörbar. Los. So. Nein! Oh, aber wenigstens ist da unten Match unter 70 Sekunden zu gewinnen die Zeit gestoppt. Ja, komm. Alles gut. Ich hoffe, wir schaffen es in 70 Sekunden, aber ich glaube, das sollte machbar sein. Oh, nee. Ich hab noch Wie dumm ist das denn? Wir sind doch total überlegen. Ich habe aber nicht viel abgezogen, dafür, dass er mich ohne Grund herausgefordert hat. Leonardo gewinnt. Genau das habe ich gebraucht. Alles klar, der letzte Kampf steht an. Bin auch super gespannt, wie das individuelle Ende von den Teenage Mutant Ninja Turtles aussehen könnte. Ich habe keine Idee, aber meistens finde ich die Enden super genial. Lass uns zurück in unser Universum, Brainiac. Diese Begegnung wird kaum so enden. So viel zu deiner Intelligenz 12. Grades. Los! Oh. Oh nein, das ist doch jetzt. Der ist aber unchained. Was ist denn mit Brainiac los? Was hat der genommen? So wenig erreicht.
Ja, super. Lass mich mal durchlaufen. Ich bin dran. Panzerschock! Oh, wow. Kann doch nicht wahr sein. Nicht mehr die erste Gesundheit. Nein. Ich dachte, ich könnte hier mehr lernen. Sieh! Nein, das ist ein Kopf an Kopf drin. Der macht schon gleich einen Konflikt und überlegen. Los, geh. Ja, komm schon. Nein, 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 wie unfair. Oh, Gott sei Dank. Ich habe das schon kommen sehen. Wir haben zum Glück gewonnen. Du fragst dich garantiert, wohin wir verschwunden sind, oder? Das war Krang, Mikey. Ruffy, die wissen vielleicht nicht, wer Krang ist. Donnie? Klar, Leo. Krang ist ein utromischer Krimineller, der zum Despoten der Dimension X wurde. Er ist... Ja, mag schon sein. Aber egal. Wir sind die größten Helden unseres Universums, oder? Deshalb wollte Krang uns in die Dimension X schleudern, um seine Invasion einzuleiten. Wir sind aber auf einer anderen Erde gelandet. Ziemlich abgefahren. Krang schickte uns durch das Multiversum in ein Universum mit einzigartiger Schwingung. Einer makrokosmischen Konstellation von... Spar dir dein schlaues Gelaber, Donnie. Chill mal, Ruffy. Jedenfalls hätte es uns nicht überraschen sollen, dass auch dieses Universum einen intergalaktischen Despoten hat. Wir wussten, wir müssten Brainiac stoppen, oder... Komm doch einfach zum Punkt, Bro. Nach Brainiacs Totalausfall habe ich diese Clown-Lady nach einer guten Pizzabude gefragt. Und sie nur so... Ich gebe euch, Turtles, meine super salzige Pizza. Ich schwör's euch, das war die beste Pizza ever. Krang hielt uns für geschlagen, aber am Ende ging sein Plan nach hinten los. Das Supersalz auf Harleys Pizza? Essbare Nanotechnologie namens 5U93R. Es hat kurzzeitig unsere Physis verstärkt. Einfacher gesagt, wir wurden Ultra-Turtles. Krang hatte keine Chance. Ja, yeah. Man könnte sagen, dieses kleine Abenteuer hat uns ein turteltastisches Upgrade verpasst. Oh, oh Mikey, das war echt lebig. Selbst Schredder ist lustiger als du. Das war echt mies. Labert nicht, Leute. Der war super. Also, das hatte wirklich den Humor von den Teenage Mutant Ninja Turtles, wie man es gewohnt ist. Ich mag es auch, dass alle vier Turtles so zur Sprache kamen. Und ich fand es auch super süß, wie, ich weiß nicht was, Raphael, der Harley nachgemacht hat. Das war so richtig, richtig, wie sie redet. Wirklich gut. So, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen.